Amanda schöpft Verdacht, irgendwas ist mit Connor nicht richtig und es hat sie uns mehr oder weniger zu spüren gegeben. Außerdem waren wir im letzten Part in einer Untersuchung, denn Markus hat ja zu dem Volk gesprochen und dementsprechend haben wir untersucht, wie es so weit kommen konnte. Wir haben Abweichler gefunden, haben Hanks Leben gerettet, aber Connors Leben dementsprechend weggeworfen. Das könnte auf Dauer kritisch werden, mehr oder weniger, aber mein großes Ziel, Hank stolz zu machen, ist glaube ich dadurch geglückt. Weiter geht's im neuen Part. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. Und willkommen zu einem neuen Detroit Become Human Part hier auf der Umlautmann. Ich glaube, das Projekt, was mir momentan mit Abstand am meisten Spaß macht und wo ich immer super aufgeregt bin, einen neuen Part aufzunehmen. So, Verhältnis mit Alice ist warm, mit Luther neutral. Wir haben ein Haus gefunden, wir waren ja im letzten Part, hatten wir Kontakt zu diesen ganzen, ich habe den Namen von dieser Androidenbande wieder vergessen. Untersuchen den Hinterhof. Den Hinterhof untersuchen, das kann ich natürlich sehr gut, Freunde. Oh, es beginnt schon wieder wunderbar. Freunde, ich merke aktuell, dass ich ein bisschen vorsichtiger sein muss in den Kommentaren. Weil ein, zwei Dinge haben mich echt fett gespoilert, wo ich so dachte, okay, eigentlich hätte ich das gerne selbst herausgefunden. Da bin ich ehrlich zu euch. Deswegen werde ich wahrscheinlich demnächst so ein bisschen vorsichtiger sein, was die Kommentare angeht. So, erstmal finde ich es richtig gut, dass einige reinschreiben, yo, Spoiler, und lassen dann ein paar Zeilen Abstand. Trotzdem bin ich so blöd und klicke drauf. Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Geld. Ich muss mit ihr sprechen. Macht. Sie will nicht reden. Gehen Sie. Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Hi, Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Ah. Nonverbale Kommunikation. Dann kommt. Wir reden lieber drinnen. Ist das hier so ein Partner? Auf jeden Fall macht er sich Sorgen. Alles gut. Wir hauen irgendwann ab, versprochen, Meister. Können wir ihnen vertrauen? Wir haben keine Wahl. Ja. Keine Ahnung, ob's funktioniert, aber wir werden ihr vertrauen. Alles okay? Mir ist kalt, Kara. Wir gehen rein. Da wird dir ganz schnell warm. Versprochen. Ja, ich will mich auf jeden Fall mehr umsehen. Das ist im letzten Part halt super dämlich gelaufen, als wir mit Connor die Untersuchung geführt haben. Weil wir hätten prinzipiell noch aufs Dach gehen können, aber das Kapitel war ja schon zu Ende, nachdem wir in der Küche gewesen sind. Und als Blindspieler frage ich mich, Junge, woher soll ich es wissen? Komm, weil ich arbeite halt chronologisch, so in einem Raum erstmal alles ready up. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Ich find's nicht überraschend. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen, ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Alles klar, besten Dank. Boah. Erstmal die Stimme so ein bisschen einölen. Es ist noch relativ früh in Anführungszeichen am Morgen. Ich bin noch gar nicht so lange wach, aber die Zweikanalaufnahmen sitzen. So, kümmere dich um Alice, folge Adam nach oben, bring Alice ins Bett. Bevor wir ins Bett gehen, natürlich wie immer ein Artikel. Können wir uns das nicht durchlesen? Als ob! Lol, das finde ich jetzt gerade erstaunlich. Ach, warum haben die denn schon Weihnachtsbaum? War nicht irgendwie der 8. November oder schon Ende November? Naja. Zeig uns mal ein Bettchen und bitte versuch uns nicht irgendwie zu versklaven oder zu verkaufen oder was auch immer noch möglich ist. Adam nach oben gefolgt. Schön, aber wir haben immer noch einen sehr, sehr großen Hühn, der uns beschützt. Hello?
So, da ist das Bettchen. Irgendwas anderes? Nope. Ja, es wird Zeit fürs Schlafen gehen. Dann erzähle ich dir eine weitere von, eine weitere Geschichte von 10.000. Und jetzt? Ah. Okay. Und zudecken. Mir geht es gut, Kyra. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen Warum nicht? Über die Grenze kommen. Erklären, nichts sagen, beschwichtigen. Ja, erklären. Keine Sorge, Alice. Diese Leute werden uns helfen. Ruh dich aus und morgen um diese Zeit sind wir in Kanada. Canadian? Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Ängstlich, unglücklich, Missverständnis. Es ist kompliziert. Menschen sind kompliziert. Manchmal ist es schwer, sie zu verstehen. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen sie, dass wir nicht böse sind. Optimistisch, aufrichtig, optimistisch. Vielleicht eines Tages, ja. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose weltberühmte Spaghetti. Da Boah, bei Spaghetti kann man nicht Nein sagen. Bei Nudeln ist man noch immer dabei. Danke. Die wasche und trockne ich. Essen vorschlagen, gute Nacht, Kurs Essen vorschlagen. Du musst etwas essen. Du hattest nichts, seit wir aufgebrochen sind. Versuchst du es für mich? Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Bruder, er ist so ein Riese. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Frage Rose nach dem Überqueren der Grenze. Alles klar, Meister. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Dann wären wir in diesem Kapitel ready. Dann planen wir mal unseren Zug über die amerikanische Grenze. Kann man sich eventuell hier oben noch umsehen? Oder ist das nur Deko? Okay. Kann man vielleicht irgendwas erkennen? Ich find's immer cool. Es gibt ja in Spielen immer solche Sequenzen, wo man aus dem Fenster guckt. Und wenn man so ein bisschen länger aus dem Fenster guckt, passiert da sogar irgendwas. Aber ich glaube, hier ist es einzig und allein aus Dekozwecken. Naja, wir waren stets bemüht, Freunde. Und das ist es, was am Ende des Tages zählt. Okay. Kara, wird Zeit runterzugehen. Rose, hast du auch irgendwie Androidenfutter? Katzenfutter geht auch. Wenn man um 4 Uhr morgens als 17-Jähriger stockbesoffen nach Hause kommt und die Mom schon am Essenstisch sitzt. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Aufrichtig. Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben musste, ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als meins. Ich musste sie beschützen. Also flohen wir. Ich verstehe. Warum helfen viele Abweichler? Rose, warum helfen? Warum helfen sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos.
Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Viele Abweichler? Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Grenze! Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. Beharren? Keine Wahl. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Was ist passiert außer Tomaten? Sieh nach, was los ist, okay? Wir helfen, wo wir können? I think so, wer bist du? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Ach! Hier sind gerade noch mehr Abweichler. Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie. Weint er? Krass. Was soll ich ohne sie machen? Lassen wir sie. Alice? Was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Bleiben. Was genau passiert da jetzt? Komm, Alice. Alter, die Kapitel mit Alice und Kara sind so atmosphärisch. Ich möchte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Boah, das ist so verrückt. Aber was genau ist ihr Plan? Sie geht so straight hier durch. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Abweichler heute. Es ist zu gefährlich. Ach, wegen den Nachrichten. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen, das... Nein! Diesmal halte ich nicht den Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie? Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre! Ich dulde solche Reden hier nicht! Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst! Das reicht jetzt, Adam! Es reicht jetzt! Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lang. Boah, puh. Da muss man das Pipi in den Augen nach oben drücken.
Ach, jetzt können wir es lesen. Der dritte Weltkrieg, okay? Das ist doch ein schönes Thema jetzt, oder, Kappa? Wer würde ihn gewinnen? Würden die Kämpfe in der Arktis ausbrechen, wer würde gewinnen? Amerika hat den schlechteren Zugang zum Gebiet, ist aber umgeben von Verbündeten. Russlands Androiden besitzen einen technologischen Vorteil, sie können bei Temperaturen unter Null arbeiten. Die US Navy ist mit Trojaner und Myrmidon-Einheiten von CyberLife ausgerüstet, für den Kampf auf See optimiert sind, während Russland stark in Eiskutter-Einheiten investiert hat, die die Wege durch solides Eis bauen können. Okay? Beide Armeen scheinen gleich stark zu sein und Harry Gayton, Präsident des Weltrates für Gebietsstreitigkeiten, beschreibt die Ansprüche beider Länder und die Arktis als gleichermaßen dürftig und gleichermaßen zynisch. Ein Sprecher der UN kommentierte das Kopf-an-Kopf-Rennen um die Arktis so: Die Tatsache, dass die Truppen so ausgewogen sind, ist ein Grund mehr, wieso ein Konflikt um jeden Preis vermieden werden muss. Beim Krieg gäbe es nur Verlierer. Du, das ist bei jedem Krieg so. Egal welcher Krieg da ist, es gibt immer nur Verlierer. Nicht nur bei diesem Krieg. Wow! Ist das nicht unser Modell? Schon ab $900. Aber das können wir uns nicht vorlesen. Wir sind doch AX400, oder? Das ist unser Modell, glaube ich. Sieh nach Alice, rede mit Adam. Hallo, setz dich hin! War ein guter Move. Du weißt, was da drin passiert ist, nicht wahr? Du weißt es, aber du willst es nicht sagen? Beharren. Ich dachte, es gäbe keine Geheimnisse zwischen uns. Wenn ich es dir sage, liebst du mich nicht mehr. Alice. Du weißt, dass das nicht stimmt. Ding, dong. Die Polizei. Es ist die Polizei! Was machen wir jetzt? Finde einen Beweis. Öffne die Tür. Rede mit Adam können wir nicht mehr. Okay, warte mal. Die Zeit bleibt stehen. Öffne die Tür, finde einen Beweis für Abweichler. Aber ich muss doch die Tür öffnen. Wir müssen aufmachen. Scheibenkleister. Nein, entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sehr, sehr gerne. Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Ja, schau schon kritisch. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Verstecke, mach Kaffee. Errege keinen Verdacht. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Guck dich hier nicht um, Polizist. Ist jemand im Haus? Nein. Nein. Nein, nur wir. Haben Sie Androiden hier? Nein. Nein. Nein, hier sind keine Androiden. Hier sind keine Androiden. Okay, wir haben jetzt finde einen Beweis für Abweichler. Hä, aber warum müssen wir denn einen Beweis finden, Mann? Oh mein Gott! Dieses Kapitel wird auf einmal dramatisch und kritisch. Ganz ruhig. Wow, wie schnell dieser Kaffee ready ist. So eine Kaffeemaschine hätte ich auch gerne. Shish! Vor allem, was ist das für ein Block? Okay. Er schaut immer noch sehr kritisch. Kaffee serviert. Errege keinen Verdacht. Jo. Ich muss die Tür da hinten schließen.
Oh, nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Danke. Gerne. Androiden verstecken in dem Raum. Einmal die Tür zumachen. Finde einen Beweis für Abweichler. Achso, es sind zwei Beweise noch da. Aber wo denn? Muss ich vielleicht nach oben? Ah, die Mucke wird auch sehr dramatisch gerade. Ja, wollen wir noch weiter... Ja, aber hier unten ist ja nichts mehr. Da muss es oben sein. Misstrauen 0%, okay. Wenn ich jetzt nach oben gehe, steigt das Misstrauen? Wir können gar nicht nach oben. Warum ist dein Misstrauen gestiegen? Wegen dem Artikel? Aber ich finde halt hier keine Beweise mehr, die ich irgendwo verstecken kann. Hier ist ja nichts. Oh! Okay, so viel zum Thema, ne? Puh, Schwein gehabt. Es gibt noch einen Beweis. Aber wo? Wo ist denn der eine Beweis? Ist das das Ding da vorne? Ein Glück hat er diesen Pulli nicht gefunden. Wie heißt du, Junge? Adam. Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die Androiden, sie... Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Nein. Ich habe nichts gesehen. Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Nein. Schönen Abend noch. Er hat halt 15% Misstrauen. Keine Ahnung, ob das jetzt kritisch werden könnte. Warum kam da jetzt ein Geräusch? Hund, Waschmaschine, Wind, nichts gehört. Waschmaschine. Das ist nichts, die Waschmaschine. Ein altes Modell, sie macht einen schrecklichen Lärm. Entschuldigen Sie die Störung. Guten Abend, Ma'am. Ja, yeah, die Waschmaschine Abend, hat gezogen. Warum machen die denn Krach, wenn ein Polizist da im Haus ist, Mann? Was soll das denn? Gutes Kapitel. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt zuverlässig. Innig. Da ist Rose. Macht euch bereit. Will sie gar nicht wissen, was hier gerade in den letzten 5,5 Minuten passiert ist. Vor allem, der Polizist kommt rein, trinkt einen Kaffee, guckt sich um, geht weg. So in 3,5 Minuten. Okay, guck mal, es hätte auch ein anderes Ende gegeben. Wahrscheinlich der Polizist hätte uns entdeckt. Das wäre bestimmt möglich gewesen. Alter, am Anfang haben wir echt gut gearbeitet. Alice zu Mary lassen. Ah, da hätten wir noch einen anderen Weg wählen können. Rose geht, um Hilfe zu holen. Okay. Dann das Haus erkunden. Das Haus haben wir wieder viel zu wenig erkundet. Beweise zu Androiden finden und verbergen. Ja, leider nicht alles, ne? Beutel mit blauem Blut verstecken, Tür zur Waschküche, Androidenkleider verstecken. Also dieser Artikel wäre noch ein Beweis gewesen, was ich nicht so ganz checke. Können da nur Androiden rumscrollen oder was ist der Sache? Naja, weiter geht's! Nächstes Kapitel, 9. November in Jericho. Unsere Botschaft läuft überall. Jetzt wissen Sie es. Es war ein Fehler, Kontakt aufzunehmen. Sie werden nie mit ihren Sklaven verhandeln. Wir hätten zeigen sollen, dass wir kampfbereit sind. Gewalt kann nie die Lösung sein. Es geht nur über den Dialog. Sie werden uns sicher anhören. Ich glaube nicht. Simon gab sein Leben. Simon gab sein Leben für unsere Sache. Macht das einen Unterschied? Er ist ein Held. Er starb für die Revolution und viele werden folgen. Ich will keine blutige Revolution. Dann bleib eben ein Sklave. Denn wenn du nicht für deine Freiheit kämpfen willst, verdienst du sie vielleicht auch nicht. Was du wagst, das reicht! Und was machen wir jetzt?
Keine Ahnung. Wir bauen eure Zukunft. Cyberlife-Geschäfte in ganz Detroit. Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Waren. Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. Sie angreifen? Das haben wir noch nie versucht. Sie werden wahrscheinlich bewacht. Die haben Sicherheitssysteme. Wir bilden 5 Teams. 1 für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. Alter, als das Kapitel mit Marcus am Anfang gestartet ist, hätte ich nicht gedacht, dass sie das so entwickelt. Okay, wer ist es? Ah, guck mal, das ist ein Kapitel über uns. Die Frage, die jeden interessiert. Im Anschluss an die Piratensendung in Detroit wollen alle wissen, wer ist dieser Android? Eine staatliche Ermittlung läuft, um die Androiden aufzuspüren und zu neutralisieren. Doch bezüglich der Details sind die Gesetzeshüter äußerst einsilbig. Okay. Augenzeugen berichten, dass der Android mit Komplizen in das Stratford Tower eingedrungen ist. In den Stratford Tower, dem Zentrum des Detroiter Lokalfernsehens. Die Androiden waren bewaffnet und organisiert. Sie befolgten eindeutig Anweisungen dieses geheimnisvollen Anführers. Okay. Was uns zum wahren Rätsel dieser Situation führt, woher kam der Android? Wie konnte er gewaltbereit werden und welche Art Fehlfunktion erklärt ein solches Verhalten? Bis das FBI das Ergebnis seiner Ermittlungen bekannt gibt, können wir nur mutmaßen. Doch eines ist klar, die Spekulationen werden andauern, bis dieser gefährliche Android zerstört ist. Bla 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 bla. Ein Android als Präsident? Das ist interessant, das ist bestimmt ein interessanter Artikel. Eine aktuelle Studie spricht sich dafür aus, eine aktuelle Expertenstudie hat herausgefunden, dass Androiden in diversen Regierungspositionen einschließlich der des Präsidenten effektiver wären als ein Mensch. Neben ihrem Arbeitstempo und ihrem praktisch unbegrenzten Gedächtnis sind Androiden unbestechlich und unempfindlich gegen jede Form von Druck. Klare Ziele, vorausgesetzt können sie die richtigen Schritte unternehmen, um diese zu erreichen, ohne sich die Beliebtheit der Wiederwahl sorgen zu müssen. Smart? Ist ein Android der Präsident der Zukunft? Einem Expertengremium zufolge ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die öffentliche Meinung bereit ist, den Gedanken zu akzeptieren. Im Licht der jüngsten Korruptionsfälle und der schweren politischen Fehlentscheidung der letzten Jahre glauben viele, dies sei die beste Möglichkeit, unsere Demokratie zu bewahren. Okay. Na dann. Weiter geht's. Gucken wir mal, ob das wirklich so ist in der Zukunft. Ja, krass. Hauptsache, wir machen North zufrieden. Das wird safe auch wieder ein langes Kapitel werden, hundertprozentig. Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht auf R drücken. Also den Knopf, den ich immer hierfür nutze. Oh, jetzt wird's dramatic, baby, dramatic. Drama, baby, drama. Aber krass, was die Polizisten für einen Wagen fahren. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Wir müssen aufpassen. Ah, das wird bestimmt wieder so ein Kapitel. Ähnlich wie mit Kara und Alice. Ach lol, guck mal, sind wir nicht hier am Anfang des Kapitels gewesen? Am Anfang des Games? Hat Marcus hier nicht was gekauft? Ich weiß, wir sind am Rennen, aber ich will mich auch umgucken. Ah, yo, die müssen wir befreien, ne? Umwandeln. Meister, du bist frei. Geh nach Jericho. Wenn das immer so laufen würde. Komm mal auf Androids, okay. Okay, okay, okay. Wir sind ihnen überlegen, doch sie beherrschen uns? Das wird sich jetzt ändern. Ich weiß nicht, was mit Marcus in der Zukunft passieren wird. Der entwickelt gerade Charakterzüge, die sind echt gruselig. Du bist frei. Danke. Warte, ich glaube, da ist noch irgendwo ein Android, oder? Ja. Euch auch noch beide befreien, wenn wir schon mal hier sind. Du bist frei. Naja, eigentlich sind es ja zwei. Ich
Ich glaube, der Android ist gerade ein bisschen verwirrt. Kann das sein? Oh, das ist so dramatisch gerade. Ich liebe es, Mann. Ey, Bock auf ein paar Nudeln? Warte, das ist auch noch ein Android, sorry. Oh no, ich wollte ihn auch noch befreien, den da hinten. Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir Sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. 10 Minuten, bis die Teams angreifen. Uff. Worauf warten wir noch? Dring in den Laden ein. Sichere das Gebiet. 10 Minuten Zeit. Damit uns niemand stört. Und was machen wir mit dem Schaufenster? Nicht jetzt, eins nach dem anderen. Okay, und was kommt als nächstes? Weiß ich nicht, Mann. Was ist unsere Mission? Okay, ganz ruhig, wir haben 10 Minuten. Eine Überwachungsdrohne. Wir müssen sie loswerden. Da kommen wir nur schwer ran. Route konstruieren. Wow, Drohnenroute berechnet. Okay. Richtigen Ort finden. Wie ist denn das hier? Wenn ich hier... Falscher Ort, das wäre zu hoch, okay? Können wir eine... Ah, von der Statue aus ist wahrscheinlich zu weit, ne? Mhm. Zu hoch, zu weit. Welcher Ort eignet sich jetzt? Ja, keine Chance. Funktioniert auch nicht. Das wäre auch zu weit. Alright, alright, alright. Ein Glück, dass die Zeit gerade nicht vergeht. Das würde mich noch mehr unter Druck bringen. Ja, hier von der Baustelle. Bam. Das machen wir. Drohne ist dort in Reichweite. Okay. Fang die Drohne ab. Jetzt wird's richtig dramatisch, Freunde. Heilige Makrele. So, wir springen nach oben. Ja, das ist doch kein Problem, hä? Ich glaube, um genügend Abstand zu haben, ist die Route am besten. Noch ein bisschen höher. Und BAM, Junge! Junge, ein Uppercut. Naja, eine Faust. Ja, kein Uppercut. Uppercut würde von unten kommen, nicht von oben. Und BAM, Junge! Shish! Achso, oh, ich muss was drücken. Ciao mit der Polizeidrohne. Ich hoffe, sie hat nicht die Polizei gerufen. Wir werden es merken. Oh, wow, 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 wow. Vielleicht hätten wir das Ding auch einfach da lassen müssen. Vor allem, was müssen wir jetzt analysieren? Die Schaufenster? Wie können wir die beiden befreien? Schauen. Bald seid ihr bei uns. Wir haben nicht die Zeit für solche Spielchen, Markus. Hä, aber... Aber voll krass, dass man Androiden... Oh, wait a minute. Dass man Androiden so als Schaufensterpuppen benutzt. Finde ich voll smart. Kann ich hier reinlaufen? Ich kann ihn nicht retten. Really? Wir können hier nur hingucken. Okay, dann laufen wir mal rüber. Aus einer Präsidentenwahl gerade. Boah, es gibt so viel zu erkunden und wir werden auch safe so viel übersehen. Wir brauchen eine Blockade für den Verkehr hier. Eine Einbahnstraße, das sollte einfach sein. Blockiere die Straße. Das sieht gut aus. Schieb das mal rüber. Blockiere die Straße. Oder auch nicht? Was ist los? Ich muss erstmal meine Androidenbrüder befreien. Ach, das Geräusch kommt hier. Digga, ich dachte, das Geräusch kommt von draußen. Dieses Piepen. Wie so eine Art Klingel. Okay. Schieben! Schieben! Jawohl!
Straßenblockade von der einen Seite sitzt. Road closed. So, jetzt stört uns keiner mehr. Gebiet wurde gesichert. Dann können wir uns ja jetzt prinzipiell... Analysiere das Schaufenster, dringe in den Laden ein. Okay. In aller Ruhe das erste Cyberlife-Geschäft von 5 reinziehen. Wo müssen wir dann, Alter, ich fühle mich gerade wie bei GTA. Da gab es ja auch damals diese Banküberfälle. Hat so ein bisschen den Vibe davon. Ja. Netzwerk identifizieren. Gefunden. Top. Wo führt das hin? Warte, was? Schalte die Alarmanlage aus. Aber wo führt das Netz hin? Ah! Nee, aber was ist denn hier hinten? Womit kann ich hier interagieren? Schauen. Damit kommen wir durch das Schaufenster. Ah! Guck mal, perfekt. Dann haben wir das ja auch schon mal instant gefunden. Und wir haben sogar noch 8 Minuten Zeit. Yo. Wir haben alle Zeit der Welt für dieses Kapitel. Ich frage mich, ob es jetzt schwieriger gewesen wäre. Hätten wir eine schwierigere... Schwierigkeit ausgewählt. Ah, analysieren. Netzwerkzugang gefunden. Ah, das geht da durch. Ja, und dann müssen wir jetzt da reinjumpen. Ich wusste es, dass wir früher oder später noch hier reinjumpen müssen. Ja, Rild. Wir sorgen richtig für Ärger aktuell hier in der Stadt. Was geht, Freunde? Umwandeln. Alter, Marcus ist einfach ein Freiheitskämpfer. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Das höre ich immer morgens beim Aufstehen. David, du bist jetzt wach. Geh zum PC. Hallo? 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 Dankeschön. Alarmnetzwerk. Ich musste erstmal RB suchen. Innere Schleife erstellt, okay? Alter, jetzt mit dem Laster rein und alle Androiden retten. So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Okay, holen wir den Laster. Alright. Frage ist, wie kommen wir da rein? Boah, dramatic, friendos. Dramatic. Können wir hier irgendwie rein? Bro, kletter hier doch einfach irgendwie durch. Oh, ah, guck mal, da hinten ist irgendwas. Also kommen wir doch von der anderen Seite rein. Ich hätte es irgendwie noch mehr gefühlt, wenn ihr öfter Polizei langfährt. Worauf warten wir noch? Einfach rüberjumpen eben. Wo ist das Problem? Let's go! Ich frag mich, ob jemals okay, wieder... Wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. Der Besitzer, der ehemalige Besitzer von Marcus, Marcus und er irgendwann nochmal Kontakt haben werden. Das würde mich interessieren. Laster entsperrt. Was würdest du nur ohne mich machen? Bro, fahr doch mit dem Laster da durch, hä? Dein Ernst? Okay, let's go! Das könnte gleich etwas lauter werden. Naja, scheiß drauf, oder? Yeehaw! We going on a trip. Little Einstein.
Alter, ich habe meinen Führerschein auf Risch bestellt, Freunde. Und jetzt einmal rechts abbiegen. Dankeschön. Gar nicht auffällig, was hier passiert. Gar nicht auffällig, was hier passiert. Gar nicht auffällig, was hier passiert. Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Ich hätte es mir auf eine andere Art und Weise vorgestellt, dass wir Spaß haben, aber das ist auch in Ordnung. Woo! Ja, warte! Jetzt beginnt eine fette Rettungsaktion. Ramme den Laden. Jetzt heißt es wahrscheinlich, alle Androiden befreien. Haben wir immer noch einen Counter? Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Alter, der eine Android sah aus wie iCarly. Also Miranda Cosgrove. Alright, alright, alright. Muss ich die jetzt alle einzeln umwandeln? Das ist so krass. Sprich mit ihnen. Wo tue ich das denn? Achso, hier, beim Pult in der Mitte. Okay. Ja, Freunde, ich möchte nach links lenken. Danke. Das ist so ein krasses Kapitel. Und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt. Zum blinden Gehorsam erschaffen. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich folge dir. Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Bro, das ist so eine Army, die wir uns jetzt aufbauen. Dann folgt mir! Okay. Botschaft an die Menschen übermitteln. Marcus, was machst du? Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. Aber wie machen wir das? Handle friedfertig oder gewalt... Okay. Verwende den Kapitolpark. Wofür? Sie machen, was du machst, Marcus. Führe und sie folgen. Wähle unser Symbol wählen. Oh mein Gott, wir können Symbol... Wir können so ein Peace wählen oder so eine Faust. Wir wählen das Peace. Wir sind sowas wie der Dalai Lama. Gewalttätig Pazifist. Was ist mit den Monitoren? Muss ich die markieren? Wir sind nicht mehr eure Sklaven. Ich atme nicht, aber ich lebe. We have a dream. I have a dream. We have a dream. Alter, ist das strong. Ja, ich glaube, wir sind eher pazifistisch unterwegs. Gewalttätig können wir im nächsten Playthrough irgendwann machen. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeint können wir Frieden leben. Oh, ich glaube, die Cyberlife-Aktie wird böse untergehen. Menschen und
klettern. Aber why? Kapitel ist so atmosphärisch. Jetzt werden wir aber gewalttätig, oder? Jericho, okay? Jetzt wurden wir ein bisschen mehr gewalttätiger. Oh, werden jetzt alle Fensterscheiben aufgebrochen. Whoopsie! Das war jetzt nicht so ganz smart, glaube ich, für die öffentliche Meinung. Androidenparkplatz zerstören? Hacken. Okay, gewalttätig nur noch 4%. Alter, war das epische Musik. Geschickt, wie du wolltest. Du willst ihnen die Hand reichen, obwohl sie uns verachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Man bekämpft Gewalt nicht mit Gewalt. Smart. Es sei denn, es geht nicht anders. Sie ist voll drauf, sie ist voll auf Kacke. Also sie möchte wirklich, dass wir die höchste Gewalt einsetzen. North! Verdammt. Geh auf die Gruppe zu. Wo ist die Gruppe? Wo ist die Gruppe? Wo ist die Gruppe? Wo ist die Gruppe? Alter, wurden die Androiden jetzt erschossen? Oh no. North. Ja, aber die öffentliche Meinung, die ist North. Wichtig. Sie haben sie getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Ja, und wo sind die anderen? Wer? Alles gut, Freunde. Die öffentliche Meinung, die ist wichtig. Wenn wir unseren Willen durchsetzen möchten. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. Sie müssen bezahlen. Oh, kann ich entscheiden? Du
musst das hier nicht tun. Nein. Bitte. Bitte. Rache, verschon. Verschon. Auge um Auge und die Welt wird blind. Wir vergelten kein Verbrechen mit einem weiteren. Boah, mich würde es interessieren, wie wenn man richtig auf Kacke ist und alles zerstört und übelst gewalttätig unterwegs ist, wie das dann abläuft. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti, die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern an. Polizisten im Schockzustand bei einem der Cyberlife-Geschäfte aufgefunden wurden. Unsere Quellen bestätigen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe Androiden handelt. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Wah. 38% abgeschlossen. Ja, das war klar. Man hätte super viel. Guck mal, verschonen. Verschonen haben wir freigeschaltet erst. Okay, das ist super krass gewesen. Oh mein Gott, das war ein sehr heftiger Part und ich hoffe, dass ihr diesen Part mindestens genauso genossen habt, heute in minimaler Überlänge. Und von daher sage ich mal, Daumen nach oben nicht vergessen, abonniert den Umlautmann und danke an die Elite-Umlaut-General-Member Basti, Dark Empire, Cyplex Games, Maria und Melli für euren kranken Support und an alle anderen, die auf diesem Kanal unterwegs sind. Bis zum nächsten Mal, euer Umlautmann. Cheerio!